wir befinden uns hier beim 11. Strudengauer Weinheurigen vom Roten Kreuz in Grein. Und jetzt schauen wir mal, was da schon los ist. Was machst du da heute beim Strudengauer Weinheurigen? Wie jedes Jahr ein bisschen Spenden kassieren, Eintritt haben wir keinen. Und natürlich ist dann gut, wenn ein wenig was reinkommt. Außer die Losverkaufen und so weiter gibt es auch da nur ein wenig Spenden. Das meiste sind recht brav und geben auch was mehr. Was machst du heute? Tagst du da? Ich mir tagt's wohl, heute bin ich Störtelbar. Schenke ein paar Wein aus. Passt gut, ja. Und wie ist die Stimmung in der Küche? Ja, super. Schauen wir mal. Alles klasse, alles happy. Geht eh was? Ja, super geht's. Das heißt, ihr habt so genug Jausen für die nachfolgenden Gäste? Auf jeden Fall haben wir noch genug da. Wir schneiden aber fest auf. Mit der Maschine, mit dem Messer geht dahin. Wie man jetzt sieht, ist der Tresen nur leer, so wir können nur jede Menge leere Gläser brauchen. Und die Stimmung hinter der Decke? Sehr gut, auch vor der Decke. Ich habe gehört, du bist da für die Finanzen zuständig. Ich mache das mit dem Wechselgeld, gehe abschöpfen, gehe bestücken. Ja, also jeder, dass der Laden läuft, indem dass auch jeder sein Kleingeld hat. Und wie taugt es da? Voll super. Die Stimmung ist gut, toll, viel Leute. Ja, danke mal. Und du bist halt der Chef-Paparazzi, oder? Naja, fast. Ich bin halt auch beim PR-Team dabei. Ja. Und gemeinsam mit zwei, drei anderen werden wir halt fotografieren, das Ganze dokumentieren. Wir haben am Mittwoch um 9 Uhr Vormittag mit Zelt angefangen zum Aufstellen. Bis heute um 16, 17 Uhr haben wir gearbeitet dabei. Und ich habe da was auf Facebook gesehen, da hat da so ein kleiner Bär geholfen. Wer ist denn das? Ja, das ist der Neff Sani Toni. Das ist unser Ortsstellen-Maskottchen. Ein perfekter Neff Sani, natürlich die Ausbildung hat alles. Der hilft uns überall. Ich habe gehört, du bist da heute Chefkellnerin. Ja. Machst du das zum ersten Mal? Ja, ich darf es heute zum ersten Mal machen, weil der Vorgänger wartet Zwillinge. Sehr gut, das heißt, es können heute noch viele, viele Leute kommen. Ja, zu viel nicht mehr, weil sonst haben wir keinen Sitzplatz mehr, aber wer steht für den passt. Du bist ja der große Weinlieferer vom Roten Kreuz, habe ich gehört. Ja, wir haben einen Weg gefunden, dass wir das Fest miteinander aufbauen. Und ich glaube, dass das Rote Kreuz sich das sehr gut organisieren und bestens vorbereiten, dass für die Kreiner eigentlich schon eine Tradition geworden ist. Du bist ja die Gattin vom Ortsstellenleiter. Das heißt, du musst ihn ziemlich oft ausleichen fürs Rote Kreuz, oder? Ja, vor allem dann, wenn es so ein Wochenende ist wie jetzt gerade. Ich bin da so quasi Mädchen für alles. Wo sie mich brauchen, springe ich ein. Oder tue Mannschaft versorgen, solche Sachen. Ich mache ein freiwilliges soziales Jahr beim Kreuz. Es taugt mir sehr und ich bin recht froh, dass ich heute dabei sein darf. Taugt mir voll. Voll lässig, voll viele Leute da. Einmal nur als Gast da sein ist auch nicht schlecht. Also, ich meine, wir sind von der anderen Seite. Und es ist trotzdem wieder wie jedes Jahr der Hammer. Und wie läuft's? Ganz gut, wir sind in der ersten Runde. Passt schon, ja? Sehr gut geht's. Und was hast du sonst die letzten paar Tage gemacht? Oh ja. Die letzten fünf Tage waren ziemlich anstrengend. Organisieren, Zelt aufbauen. Das 11. Mal ein wirklich ein tolles Fest da in Grein. Wir haben es wieder geschafft, dank unserer super Mitarbeiter, dass wir das so super aufstellen können und dass wir da wirklich ein super Fest wieder abliefern können. Das heißt, die Nacht dauert noch ein bisschen länger bei dir? Wahrscheinlich. Wir gratulieren euch einmal ganz herzlich. Wir haben gehört, ihr seid gerade vom Bewerb zurückgekommen. Es war euer erster Bewerb. Und wie war's? Ja, voll super. Wir haben eigentlich alle Hürden so gut wie möglich gemeistert und wir sind voll stolz auf uns. Wie ist es euch gegangen beim Bewerb? War es recht schwer? Ja, es waren schon so gewisse Herausforderungen dabei, aber wir haben das im Team voll super gemeistert und es war eine ganz tolle Erfahrung. Und wie ist es, Teil der Bewerbsgruppe in Grein zu sein? Ja, Wahnsinn, es ist einfach super. Ich meine, wir haben zusammen heute gefunden, es war einfach echt super. Und jetzt wird noch ordentlich gefeiert? Ja, weil alle Freunde und alle, die was uns geholfen haben beim Üben und einfach alle sind auf der Tänzte und haben auf uns gewartet. Das ist voll cool. So, jetzt schmeißen wir dann selber in die Menge. Die Stimmung ist ein Hammer und wir haben da ein bisschen was zum Arbeiten.